Ja, herzlich willkommen zurück hier zu unserem Empire Total War Let's Play mit den Schweden. Und ja, letztes Mal sind wir ziemlich gut vorangekommen. Wir haben jetzt im finanziellen Bereich einen fünfstelligen Profit von etwas mehr als 10.000 Goldstücken. Und ja, wir haben insgesamt bereits 6 von 9 Provinzen, die wir auf jeden Fall haben müssen. Hier sieht man es auf der Karte und auch 14 von 25 insgesamt bereits. Also wir sind sehr weit vorangeschritten. Und wollen deswegen, oder ich möchte deswegen, die kommenden Runden mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Unsere Truppen in Danzig werden gerade repariert. Die nächsten Eroberungen stehen auch schon auf dem Plan. Das sind Königsberg in Ostpreußen, dass sie den Polen wegschnappen wollen. Und natürlich Jelgava im Kurland, das wir vom Kurland wegschnappen müssen, weil es unseren Siegprovinzen noch gehört. Und damit wäre auch das Kurland dann vernichtet. Und da wir mit den Russen zurzeit einen Frieden haben, möchte ich gerne dafür einige Truppen abziehen aus diesem Bereich um St. Petersburg und die Truppen hier ins Kurland verfrachten. Genau. Und dann früher oder später auch das Kurland mal angreifen, denn die haben einige wirklich heftige Armeen hier stehen. Allerdings fast nur Kavallerie und na gut, auch Infanterie auch ziemlich viel, aber hier in der Stadt ist jetzt fast nur Kavallerie. Und ja, in 2 Runden haben wir 2 ganz wichtige Technologien, nämlich gliedweises Feuern endlich und auch das Tüllenbajonett, was uns dann die Militärakademie irgendwann früher oder später mal bringt. Mit den leichten Dragonern und einigen anderen Einheiten. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter und gucken, was kommt. Die Österreicher, unsere neuen Verbündeten. Mit Preußen ist die Situation so ein bisschen unübersichtlich. Mal sehen, was da passiert. Ah, scheiße. Sie erklären uns den Krieg. Ja, wir erbitten natürlich sofort den Beistand. Die Osmanen verpissen sich mal wieder. Okay, dann müssen wir gar das Bündnis wieder reaktivieren. Und die Preußen greifen uns an. Oh, in Brandenburg. Ach du Scheiße. Oh, da haben wir ja keine Chance, wa? Ich versuch's mal. Wir haben gewonnen. Okay, das ist ja aber, haben wir richtig Glück gehabt. Okay, also wir haben richtig Glück gehabt. Da müssen wir uns gleich mal erstmal Frieden erkaufen von den Preußen. Ich hoffe, da kommt kein zweiter Angriff. Nein, kommt es in der Tat nicht. Nur ein Edelmann-Angriff. Tollkühn, aber nutzlos. Und die Polen, die wollen hier durchmarschieren. Das ist interessant. Ja, die würde ich gerne automatisch abfangen. Scheiße. Nein, das geht natürlich nicht. Dann müssen wir die halt so vernichten. Also das ist auch ironisch. Echt lustig. Die Polen, wo wir klar überlegen sind, kriegen wir nicht hin. Aber die Preußen, die sowas von überlegen sind, werden automatisch platt gemacht. Also manchmal ist dieses Spiel echt lustig. Gut, das bedeutet, dass wir gegen den Polen in den Kampf ziehen müssen. Hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant, aber gut. Eine Verteidigungsschlacht. Wir haben viele kleine Trupps, weil die noch angeschlagen sind. Und ja, mal gucken, was draus wird. Ja, viele kleine Trupps. Wir sind so in der Stadtnähe, aber hier ist doch, da kann man auch ein paar Gebäude besetzen. Würde ich dann auch gern tun. Wir haben ein oder zwei halbwegs große Infanterieregimenter, okay. Und eine Einheit Artillerie mit 3 Kanonen leider nur, das finde ich auch ärgerlich, weil nur 4 Leute fehlen. Naja, gut, egal. Kavallerie ist auch noch ganz gut. Und die Jungs und Mädels stelle ich mal hier lang und einen Trupp mal in die Stadt, der sich dann da rein mal verschanzt. So, los geht's.
Da hinten kommen die Polen. Und die müssen auch kommen. Es reicht nicht, wenn die einfach jetzt nur hier versuchen, das wieder auszusitzen. Hier steht unter Beschuss. Wir haben ein Gebäude eingenommen, und zwar das Rathaus. Sehr gut. Begeistert, weil sie einen hervorragenden General haben. Das war doch ein Treffer, oder nicht? Immer schön auf die. Vorsicht. Kavallerie kommt. Mal sehen, wie nah. Ab ins Karree. Ja, hat geklappt. Und ja, die Polen verlieren mal ihre ganze Kavallerie. Ja. Genau. Die helfen uns dabei. Das ist nett. Dann bitte wieder in eine vernünftige Stellung. Ah, hier wird auch schon geschossen. Alles klar. Dann wollen wir unsere Gegner mal nicht warten lassen. Hier ist ein bisschen Wald, deswegen treffen wir nicht ganz so viel. Jo. Alles klar. Die führe ich einmal rum. Unsere Artillerie hört auf zu feuern. Sonst gibt es wieder eins der Debakel, die wir ja gerne mal haben in Verbindung zwischen Artillerie und Kavallerie. So, ihr geht direkt auf seine Artillerie. Ihr geht einfach hinterher. Auf die Kavallerie oder was weiß ich. Oder auf die, die da wiederkommen. Obwohl wir klar unterlegen sind bei der Infanterie, oder mit den kleineren Trupps natürlich nicht so gut dastehen, ist er schon am Wanken und verliert ein Zigfaches der Truppen, die wir verlieren. So, ich hetze meine regelmäßige Pferde auf seine provinzielle Kavallerie. Und auch sein Regiment zu Pferde wird jetzt nochmal durchgenügelt von unserem Regiment zu Pferde, die nämlich alle deutlich fitter sind als seine Truppen. Genau. Das sieht man schon hier. Wir haben Sturmangriffsvorteil und Moralvorteil. Und jetzt hat er hier beide Truppen verloren. Die Artillerie und die Kavallerie. Und die hat er jetzt auch komplett verloren. Ja. Dann lassen wir sie nicht weiter hinterher hecheln und kümmern uns stattdessen mal um die Infanterie hier. Die hat nichts zu tun. Das sind 82 Leute, dann sollten sie trotzdem was zu tun haben. Und die bereiten wir schon mal vor für einen möglichen Flankenangriff. Der feindliche General ist tot. Umso besser. So. Da wird die Truppe schon kleiner und hier sind sie schon gebrochen. Ja, dann sofort hinterher. Und die auch hinterher. Möglichst viele töten. Ja, oh, das war eine gute Salve. Nee, ich verfolge noch ein bisschen.
fortfahren. Feuer einstellen. Und jetzt nochmal schön hier rein. Oh ja, da steht sie wie bei einer Parade und werden umgemäht. Sehr gut. Nee, überholt sie mal bitte. Und jetzt einfach hinstellen und abmetzeln. Ganz genau. Okay, wir haben gewonnen.